Das ist der Zeitzünder. Das ist unsere Munition. Das sind Plastiksprengsätze, Plastikbomben. Die setzen wir jetzt hier an die Bäume ran und sprengen das ganze Ding in die Luft. Du weißt, was ich meine, Marco? Ja, klar. Komm. Hopp, schnell die Dinger dran bringen. Dieser vierte Reich. Okay. Weg jetzt. Aua. Hier runter. 21, 22. Es geht um Apfelernte, Apfelhumus und ein Vergleich von 29 Cent plus Glas und Deckel. Ist ja noch kleiner geworden. Schmeckt nicht. Hier. Mal. Nee, auch nicht so gut. Hier ist kleiner. Den nehmen wir. Ich würde ein großes Glas nehmen. Ja? Mhm. Möglichst günstig, wenn es geht. Das ist gut. Das kannst du nicht haben. Ja. Das ist klar. Wir sind auf Facebook verabredet, also später und später. Was sagt Facebook? Du bist doch kein Facebook-Mann, aber du hast Marco ja eine geschrieben, ne? Warte, da hat er schon geantwortet. Ja, der ist jetzt unten und hat diese Styropor. Warum eigentlich dieser Stress? Früher haben wir uns immer hier in Ruhe getroffen, Kaffee getrunken und langsam Versager geplant. Ja, als erste gern Versager. Ich weiß jetzt gar nicht, ich sag mal, Apfelernte, Apfel, Winterapfelernte, per Boot. Das ist der Apfelbaum, er trägt noch. Oh, da war eine Möwe. Da vorne gehen wir zu Wasser, sehr gute Idee. Und hier werden sie. Einer muss rein, ne? Ja. Christ in einem Supermarkt für 29 Cent ein Glas Apfelmus. Warum muss das jetzt. Das dauert einen ganzen Tag, bis du hier einen Apfelmus fertig hast. Warum muss das so sein? Die Zeit brennt und rennt. Katamaran, Mann. Ja, du kannst das auch gut hängen. So. Läuft, er ist schon unterwegs. Jetzt mal ernte mal. Okay. Das rausholen. Ja, wir kommen mal rüber, Werner, ne? Da ist Süßstoff drin, da ist Sauerstoff drin, Bitterstoff und alles in Balance. Das ist unglaublich. So, probieren. Boah, fantastische Äpfel. Boah. Wow. Das hat sich gelohnt.
Das sind jetzt die Schalen mit den Gehäusen, die da auskochen. Bisschen pressen. Ob die Äpfel da alle reinpassen, ich bezweifle es. Geht gerade rein. Excellent. Und keine Prise Salz. Nur ein Spritzer. Ein bisschen Butter. Und setze dann rein in die Gläser und der Vergleich steht, die Zeit ist komprimiert. Viele Äpfel bleiben einfach hängen, weil die Leute keine Lust haben. Und Zeit haben, ihre Äpfel zu ehren. Weil letztendlich kauft man sich dann doch lieber einfach im Glas irgendwo anders weg, weil man es einfach kaufen kann. Aber das ist, ich kriege den politischen Bezug nicht hin. Solche Apfelplantagen müssen für so einen Apfelmus jetzt nicht herhalten. Für Apfelmus nimmt man eigentlich nur die B-Ware. Das in diesen Ketten, das für 29 Cent mit Glas und Deckel. 29 Cent? Ja. Das ganze Ding? Ja. Und einfach mal probieren, was du sagst zu dem Apfelmus. Mmh. Das ist richtig gut. Hast du da irgendwas jetzt bei rausgeschmeckt? Also das ist Zimt. Zimt, ja. Ja. Also das ist von der Konsistenz ist das besser, aber geschmacklich nicht unbedingt. Ich weiß gar nicht, warum das so flüssig ist. Habt ihr da Wasser noch mit reingetan oder was? Ja, die Schalen und das Gehäuse ausgekocht. Und darin dann nachher die Apfelstücke. Und das soll was bewirken, wenn man das auskocht? Ja, dass man das mmh. Mmh, ja. Apfelmus. Mmh. Ganze Stücke noch, sehr gut. Ein leicht kastanienartiger Abgang, würde ich fast sagen. Testen. Malik's Deli. Komm rein, Marco. Malik. Hallo. Namen, grüß dich. Alles okay? Kannst du das mal kurz halten? Ja, bitte. Name. Abra Kadabra. Es handelt sich um zwei. Würde uns mal interessieren. Okay. Ich mach das hier ein bisschen. Ich mag die. Du magst die, das ist sehr schön, das freut uns natürlich, weil das haben wir selbst gemacht. Wir sind jetzt im Geschäft, wir machen Apfelmus. Du hast ja auch ein Business und zwar noch ein Getränk. Ein ganz neuer Schnaps, einzigartiger Schnaps, massiv. Voilà. Yes. Ein echter Hamburger Genuss. Und am nächsten Morgen keine Kopfschmerzen. Massi, die Antwort auf den Wodka. Tschüss auch noch. Okay. Ja, alles drauf. Mach euch drei gleich große, na, wenn's geht. Sehr. Ja. Komm, Chris auch mal einen Schlag. Und warte doch erstmal, ich möchte erstmal die Puffer jetzt haben, ja, aber danke. So gut, Fazit, Filmabschluss, willst du noch was loswerden? Ja, Apfelmus, probiert's. Magnifique. Sehr gut.